Ich schließe an, was ich glaube, ich kann du sagen, was du eben zuletzt gesagt hast mit der Überwachung. Was mich wundert, ich wohne in St. Georg. Am Wochenende gibt es kaum 5 Minuten ohne Überflüge, ohne Flugzeuglärm. Auch vorhin war hier wieder ein Hubschrauber, der so ganz im Schritttempo schwebend. Das heißt, wir haben eine Luftüberwachung in Hamburg. In den USA gibt es die auch. Die haben allerdings die Flugzeuge so einen kleinen Dorn unten. Das ist für GPS-Abtastung da. Unsere haben das offenbar nicht, aber ich habe auch noch nicht so richtig im Fernglas da hochgeguckt. Das heißt, hier müsste in Hamburg eigentlich mal gefragt werden, warum diese enormen Kosten für diesen gesamten Flugpark der Polizei ausgegeben wird und dass es eine Belästigung der Bürger ist und insbesondere, ob beobachtet wird, denn davon kann man ausgehen, dass das der Fall ist. Es gibt einen Polizisten, der darauf hingewiesen hat, dass die Hamburger Polizei einen Flugpark hat, den sonst kaum eine andere Stadtpolizei hat. Dazu müssen wir wissen, dass damals ich bin alter Sack, ich war damals für Willy Brandt Ende der 60er Jahre, aber was ich nicht wusste, ist, dass damals die SPD und die von der FDP, wie hieß der nochmal, Walter Scheel, ehemaliges NSDAP-Mitglied, dass die damals die Gestapo, die geheime Staatspolizei, wieder eingeführt hatten, obwohl das nie passieren sollte. Nach dem Krieg hatte man sich versprochen, das nicht zu tun. Sie hatten bei der Polizei heißen diese Abteilung Staatsschutz. Und während alle sich über Verfassungsschutz mit Recht und BND und MAD aufregen, wird völlig vergessen, dass die bedrohlichste Überwachung durch die örtlichen Länderpolizeien, bei uns wäre es die Hamburger Polizei, erfolgen, und zwar durch deren Staatsschutzabteilung, die niemand auf der Liste hat. Diese Staatsschutzabteilung observieren. Jetzt ist gerade, heute habe ich gerade gelesen, dass vor ein paar Tagen undercover Staatsschutzmitarbeiter bei irgendwelchen Linken aufgeflogen sind. Könnt ihr ja mal im Hamburg und News, bei Google könnte man das machen, Hamburg News, der letzte Tag oder die letzte Woche. Unser Hamburger Innensenator, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, hat dann gesagt, ja, das sei aus dem Ruder gelaufen, weil die hatten auch Sex mit anderen und das ist polizeilich irgendwie nicht erlaubt, beamtenrechtlich, glaube ich. Also wir müssen, ich wollte nur ergänzen, gar nichts groß sagen, nur ergänzen, auch vor Ort, die Überwachung, die ist viel größer durch diesen ganzen Flugpark auch, als wir denken, und auch durch Undercover-Leute vom Staatsschutz. Der Verfassungsschutz ist halb so schlimm nur wie der Staatsschutz. Danke. Ich habe noch 2 Themen anzubieten, entweder über Religion oder über Staatswirtschaft. Wer ist für Religion? Wer ist für Staatswirtschaft? Das wird knapp. Ich mach's mal kurz. Ich mach's einfach jedes ganz kurz. Ich bin Buddhist, klassischer Buddhist, nicht wie Dalai Lama oder so, sondern so wie der alte Buddha. Und nur, das sage ich nicht, weil ich jetzt etwas über Buddhismus sage, sondern nur, dass ich praktisch nicht drin bin im Streit. Aber ich habe mal vor jetzt ein paar Jahren mit einem Schiiten eine Diskussion per Internet über Religion geführt. Und da kam ich auf Folgendes, da fiel mir überhaupt erst Folgendes auf. Die Leute, die ganz überzeugt von ihrer Religion sind, da fallen mir gerade in den USA diese kalvinistischen, die auch so eine Dominionism, also eine Staatsherrschaftsidee haben, die Calvinisten in den USA, die ganz überzeugt von ihrer Religion sind. Ist es nicht auffällig, dass alle die Religion haben, fast alle, ganz wenige Ausnahmen gibt es, ihrer Familie, und die hat die Religion ihrer Gegend? Also wenn ich zum Beispiel einen sehr überzeugten Moslem treffe, dann müsste ich ihm sagen, wenn du aus Indien kämst, deine Familie, wärst du genauso überzeugt, wie du jetzt bist, nur Hindu. Und ich hatte eben hier mit einem Kollegen, der mit am Aufbau mitgemacht hat, gesprochen. Wenn man evangelisch ist, wenn man aus einer evangelischen Gegend kommt, manchmal aus so einer Insel, die Schwaben zum Beispiel sind in Süddeutschland, das ist katholisch, aber die sind wieder protestantisch. Das heißt, die Leute haben eigentlich nur die Religion, die sie als Kind beigebracht bekommen haben, und später schwören sie darauf, dass das die Wahrheit sei. Das ist dermaßen unsinnig, dass ich mich frage,
ohne alle anderen Religionen zu kennen, wie man darauf kommt, dass genau die der eigenen Eltern die richtige ist. Gut, jetzt wollte ich was zur Staatswirtschaft noch sagen, das wird nicht lang. Ich halte, eine der verheerendsten Folgen, die wir heutzutage erleben, sind die Folgen des Liberalismus. Der Liberalismus, oder manchmal auch Neoliberalismus genannt, ist auch verantwortlich meines Erachtens für die Kriege, die wir haben. Die ganzen Flüchtlinge kommen ja aus Ländern, die wir zerstört haben. Entweder durch eigenes Militär. Volker Rühe, Verteidigungsminister 1992, ließ damals die Bundeswehr nach Somalia anmarschieren. Seitdem ist Somalia kaputt. Aber nicht, ich wollte mal auf die Wirtschaft kommen. Es wird bedauerlicherweise, scheint der Liberalismus alternativlos zu sein, denn man hat sonst nur noch die Kommunisten. Und die sind heute auch nicht mehr für die Staatswirtschaft. Das ist ja gut, die Staatswirtschaft, die Planwirtschaft, die zentrale Planwirtschaft könnte man sie nennen, ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Nur, ich habe mir überlegt, was man den Liberalisten entgegnen kann. Ich bin Anhänger des Merkantilismus. Der Merkantilismus ist vermutlich historisch die erste Staatswirtschaftslehre überhaupt. Aber der Merkantilismus hat sich weiterentwickelt und ein moderner Merkantilismus war zum Beispiel Olaf Palme Schweden oder auch die Bundesrepublik in den 60er Jahren noch. Ja, aber weil Olaf Palme, das ist diese U-Boot-Lüge, die Yankees haben rechtsradikale Schweden aufgehetzt, er verrate Schweden an Russland. Viele spricht dafür, dass das so war. Ja, Olaf Palme, aber die Schweden hatten auch, nachdem Olaf Palme tot war, hatten das höchste Bruttosozialprodukt pro Kopf in ganz Europa, obwohl sie ein ganz kleines Land waren, gar keinen richtigen Markt hatten, auch nicht in der EWG waren. Die hieß, oder heute heißt es EU, aber früher hieß es EWG. Was ist falsch am Liberalismus? Falsch am Liberalismus ist, man müsste doch alles freigeben. Man denke, dass man den Banken die ganzen dereguliert hat. Die durften plötzlich mit den Kundengeldern eigentlich machen, was sie wollten. Die Wirtschaft werde es schon richten. Das sei auch in der Natur so. Sie kommen von selbst wieder ins Gleichgewicht. Das ist natürlich völliger Quatsch. Es gibt in der Tat stabile Systeme. Ein hängendes Pendel ist stabil. Wenn man das aus dem Gleichgewicht bringt, wird es von selbst wieder ins Lot kommen. Aber die meisten Systeme, die wir heutzutage haben, sind labil, die sind wie ein stehendes Pendel. Das bleibt nur in der Senkrechte, wenn man es ständig entweder von links oder von rechts antickt. Beispiel wäre zum Beispiel die heutige Landwirtschaft, die eben nicht mehr ist wie die stabile mittelalterliche Landwirtschaft, sondern da muss Gift gestreut werden, weil die Insekten, die andere Insekten jagen und die Vögel gar nicht mehr da sind. Man muss das richtige Gift streuen in der richtigen Menge. Man muss ständig etwas machen, weil es ein labiles System ist. Weiteres Beispiel wären die heutigen Jagdflugzeuge, die im Unterschied zu den alten Starfighter, Mirage, Mix oder Saab, Draken ihren Antriebspunkt hinter dem Schwerpunkt haben. Das heißt, ständig droht das Heck auszubrechen, aber da gibt es einen kleinen Computer, der ständig korrigiert und das geht natürlich erst, seitdem man kleine, leistungsfähige Computer hat. Diese Antriebsweise spart sehr viel Sprit. Das wäre ein labiles System. Und bei diesem labilen System, wie dieser Computer schon sagt, muss ständig eingegriffen werden. Unsere heutige Staatswirtschaft, dieses Wort gefällt mir besser als Volkswirtschaft, weil das mir zu altertümlich ist, die heutige Staatswirtschaft ist auch labil. Der Größere frisst den Kleinen. Hier muss ständig eingegriffen werden. Außerdem hat der Staat, so war es im preußischen Merkantilismus, haben die Einwohner nicht nur von ihrem Einkommen zu leben, sondern der Staat hat seinerseits Gewinne zu machen und es den Bürgern zugutekommen zu lassen. Denn der Staat verfügt über einen Markt, und dieser Markt, der kostet natürlich etwas. Wer auf einem Markt eine Bude aufstellt, der wird gleich jemand von der Behörde kommen und sagen, das kostet so und so viel. Wer bei uns, wir haben immer noch, trotz der umgreifenden Armut, einen relativ attraktiven Markt im Vergleich zu anderen Ländern, weil die Leute immer noch verhältnismäßig bei uns, immer noch verhältnismäßig wohlhabend sind. Hier hat der Staat, Industrie, Wirtschaft, jeder, der am Markt teilnehmen wird, entsprechend zu Beiträgen, Steuern, Abgaben heranzuziehen. Das kann natürlich sein, dass ein Kugelschreiber, die kosten heute im Dutzend 1,50 Euro oder so, dann vielleicht wieder so teuer werden, wie ich das noch vor 30 Jahren erlebt habe. Ein Kuli kostet dann 1,50 Mark
oder 2 Mark. Aber der Staat hat Geld, welches er an die Bürger verteilen kann. Gut, das war's. Bedanke mich. Hallihallo, ich bin's nochmal. Ich wollte nur sagen, wir sind hier ein offenes Mikrofon. Jeder, der was zu sagen hat, der kann hier sprechen. Vorausgesetzt, jugendverträglich und gewaltfrei. Und bitte keine schmutzige Wäsche waschen. Es geht hier wirklich nicht um eure persönlichen Angelegenheiten. Es ist hier schon eine Demonstration, hier eine Friedensdemonstration. Und darum würde ich euch doch dann bitten, vielleicht auch ein bisschen beim Thema zu bleiben. Aber für jeden ist das Mikrofon hier offen. Und ich wollte auch nochmal anmerken, wir haben hier 2 Mikrofone, weil man nämlich hier auch Diskussionen führen kann. Das heißt, man kann hier zu zweit sprechen, ja, mit Rede und Widerrede. Aber wenn keiner eine Widerrede hat, dann ist das hier in Hamburg Zustimmung. Wenn man nicht Nein sagt oder wenn man nicht sagt Halt oder das sehe ich anders, dann sagt man ja, das finde ich auch. Das ist hanseatisch. So ist das hier. Großer.